Auch ohne die Hilfe der Stadt hätten wir es nicht geschafft. Aber es war schon ein Spielchen, das sehr, sehr spannend war. Und es ergab sich immer wieder etwas Neues, was wir nicht bedacht hatten. Und wo immer wieder neues Geld gesammelt werden musste. Ich habe am Schluss gesagt, nee, jetzt reicht es. Also nicht schon wieder einen Bettelbrief. Aber es blieb uns nichts anderes übrig. Wenn wir den blauen Mond zum Leuchten bringen wollten, dann mussten wir was tun. Und ganz am Schluss, Herr Heinze, Sie werden sich erinnern, es ist gerade 14 Tage her, noch eine Kleinigkeit. Wir müssen den Kopf gerade setzen, damit das Licht montiert werden kann. Ja, sage ich, und? Ist das schlimm? Naja, sagt, das sind immerhin 4 Tonnen und 7 Meter hoch. Dazu brauchen wir einen Kran. Naja, sag ich, den Kran brauchen wir doch sowieso, um den Turm aufzusetzen. Ja, aber so lange kann der nicht da stehen. Dafür ist der zu teuer. Ja, was kostet das denn? Ja, 6.000. Oh, sag ich, für den Kran, der hier mal eine halbe Stunde arbeitet. Ja, sagt er, und das muss auch befestigt werden und so weiter. Naja, gut. Also, es blieb. Was ist die Alternative? Der Turm wird aufgesetzt und die Beleuchtung bleibt weg. Dann haben wir gesagt, nee, dafür haben wir jetzt nicht so lange gekämpft, nicht wahr, dass der blaue Mond wirklich ein blauer Mond ist und auch entsprechend leuchtet. Ne? Denn den Turm, das ist sicherlich eines. Und der Heinze hat zu Recht gesagt, der steht unter Denkmalschutz. Warum hat man seinerzeit nicht das Licht dazugenommen? Dann wäre das relativ einfach gewesen, aber das Licht war schon länger außer Betrieb. Und deshalb ging das damals nicht. Ne? Und deshalb haben wir sehr schnell mit Hilfe der Stadt auch jetzt das nachgeholt. Mein Antrag ist gleich stattgegeben worden. Und es ist in einer außerordentlich schnellen Prozedur durchgezogen worden, was man sonst nicht von öffentlichen Verwaltungen kennt. Das ist damals im Jahre 2000 als Denkmal durchgegangen. Im Jahre 2017 war ich als Bezirksbürgermeister leider hier, wo er demontiert wurde. Und heute bin ich 2022 als Bezirksbürgermeister wieder hier, wo ich mich freue, dass er wieder aufgestellt wird. Und man kann also sagen, dass es eigentlich einheitlich immer positive Signale gegeben hat mit Bürgerschaft, Politik und Verwaltung, dieses Ding heute, das wieder zu erleben, wie es heute ist. Dass die Bürgerschaft da noch on top die Beleuchtung drauf gekriegt hat, ist natürlich ideal. Und das Thema, was immer wieder andiskutiert wird, hier diesen Platz zu beleben, wir sind da dran. Das ist nicht einfach, dieser Prozess, aber wir sind da dran. Und ich gehe auch mal davon aus, dass das auch irgendwann hier umgesetzt wird. Ich möchte keinen Zeitraum nennen, das kann 2 Jahre sein, kann 3 Jahre sein, aber ich habe ein Motto, wer nicht kämpft, hat schon verloren und wir sind auch da dran und die Flüsse sind positiv. Warte, jetzt aber schnell. Ja, aber schnell. Oh. Am 21. August, und zwar in den Abendstunden, da werden wir den Turm in Betrieb setzen. Warum der 21. August? Dieser Turm ist der erste Rohrturm überhaupt, der gebaut worden ist. Und es gibt eine ganz interessante Geschichte. Der Mann, der den sich ausgedacht hat, ein Herr Fröhlich, der war Ingenieur bei Messerschmitt. Und war im Krieg zuständig in Bergrad, der Mannesmann-Röhrenwerke, um dort Rümpfe für die Lastensegler zu bauen. Und nach dem Krieg war der arbeitslos. Und da sagt er zum Mannesmann, aber diese Rümpfe, da können wir auch Türme draus bauen. Und das ist dann eine gute Werbemaßnahme, die kann man auch für Antennen brauchen und so weiter. Und so ist dann der erste Turm gebaut worden für die Hannover Messe. Und dort ist er aufgestellt worden, war allerdings 6 Meter höher.
Und da war er aber dann zu klein, weil die Hannover-Messe sich immer weiter ausdehnte. Und da ist der über 100 Meter hohe Turm, der heute noch dort steht, allerdings nicht mit MW-Zeichen, sondern mit dem Herkuleskopf. Der ist dort aufgestellt worden und da war der frei. Und dann sagte das Werk Remscheid, hier ist die Erfindung gemacht worden. Wir hätten gerne diesen Turm. Und der soll hier aufgestellt werden. Und dann ist man zur Stadt gegangen und dann hat der Bürgermeister gesagt, hä, wie hoch ist der? Nee, in Remscheid ist der Rathausturm das höchste und nicht der blaue Mond. Ne? Also musste der um 6 Meter gekürzt werden, aber dann ist er aufgestellt worden. Und zwar in Betrieb genommen worden am 21. August, deshalb komme ich auf dieses Datum. Und zwar in den Abendstunden und zwar von 2 Töchtern des Erfinders Reinhard Mannesmann. Der eben das Schrägwalzverfahren 100 Meter weiter erfunden hat mit seinem Bruder Max. Und genau am 21. August in der Nacht ist das erste Stahlrohr 1886 gewalzt worden. Heinz, wann sind Sie heute Morgen gekommen? Heute Morgen? Ich bin hier gewesen um kurz nach 9. Und wir haben jetzt kurz vor 12. Haben Sie schon genickt, Starre? Nein, eigentlich nicht. Also das heißt, immer, ich habe ja von größerer Entfernung geguckt. Und es ist ganz spannend, es ist eher aufregend, dass alles gelingt. Wo hakt es denn? Im Moment ist es ganz spannend, dass das Kabel unten durchkommt und da durchgezogen wird. Hat da ein Vogel ein Ei gelegt oder was? Nein, da ist ein Rohr eingespannt und dieses Rohr muss noch rausgenommen werden, damit das Kabel unten durchgeführt werden kann. Aber wir sind aller guter Dinge, dass es auch gelingt. Heute noch? Ja, heute noch.